Okay, ich muss ja den Arena noch anmachen. Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Super Constellation gegen MM5 Turbo Kit. Und zwar möchte ich mal kurz was zeigen. Nicht, dass es hier heißt, der Turbo Kit hat ja eine viel höhere Geschwindigkeit. Und zwar ist hier 18 MHz ist auch der Super Constellation und der MM5. Mal gucken, ob das hier auch so steht. Aber ich glaube, es ist ja schon Turbo Kit, deswegen gibt es keine Konfiguration. Der hat die von Hause aus schon drin, die 18 MHz. Das ist übrigens die Version, also nicht hier dieses Programm, sondern diese 18 MHz. Das ist auch das, mit der Ed Schröder bei den Weltmeisterschaften, bei den Mikro-Weltmeisterschaften mitgespielt hat. Ja, war zwar 18 MHz, aber ich meine, einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, hätte er das Turnier tatsächlich gewinnen können, hat es in der letzten Partie aber nicht geschafft. Aber andererseits, man muss mal ehrlich sein, Mephisto 68030 Prozessor für 15.000 Mark später verkauft. Wenn Fidelity mitgespielt hat, dann waren die auch so sehr teuer, also der 40er, 68040er sogar 20.000 Mark. Und selbst ein Turbo Kit, ich meine aber gelesen zu haben, Turbo Kit wäre damals auch sehr teuer gewesen. Also da hätte man sich jedes Megahertz teuer erkauft. Die mussten ja schließlich eine Kühlung drunter bauen. Also einen Boden da drunter mit einer Kühlung. Und die Kühlung, das waren nur diese Ventilatoren. Das gab ja keine Wasserkühlung oder solche Dinge, die man hätte machen können. Ach Mann. So, ich hoffe, mein Kröchen hält sich einigermaßen in Grenzen. D5. Springer F3, Springer F6, E3 und hier ist der Mephisto MM5 mit seinem Turbo Kit schon out of book. Ich habe damals auch des Öfteren solche Sachen gespielt. Ich habe D4 gespielt und auf D5 habe ich E3 gezogen. Und solche Geschichten, da wussten die auch nicht mehr weiter, was die machen sollen. Um die Gegner mal ein bisschen geschmeidig aus dem Buch zu bringen. Londoner System, also D4, D5 Läufer F4 habe ich damals auch häufig gespielt. Heutzutage ist das ja vollkommen normal, aber kommen wir mal zu der Partie. Läufer G4 fesselt den Springer, der wird entfesselt. E6, Rochade. Springer C6, das machen die häufig, wenn die aus dem Buch rauskommen. Und dann machen die so eine Springer C6-Manöver und ziehen diesen C-Bau nicht vor. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt ein bahnbrechender Nachteil sein muss. Springer C6. Ich habe so gelernt, dass man Springer C6 nicht ziehen sollte, weil der C-Bau dann blockiert ist. Aber das heutzutage, da gibt es das schon den Franzosen, also E4, E6, D4, D5, da gibt es ja auch schon so Varianten mit Springer C6. Deswegen kommt es heute immer auf den Plan an, Läufer D6, Springer C3, verwundert ein bisschen, dass er nicht C5 zieht. Nicht, dass es gut wäre. DC4 schlägt, H3, Läufer F3, Springer A5. Ja, jetzt hat das schon den Bauern gegeben. Hier kenne ich das wiederum, dass der C-Bau normalerweise nicht gut zu halten ist. In dieser Stellung bin ich mir dessen aber nicht mehr so sicher, ob das wirklich so schlecht zu halten ist. Vielleicht Läufer D2 wäre vielleicht noch eine Idee, um meinetwegen auf Rochade Springer E4 zu ziehen. Und dann ist ja der Springer angegriffen. Aber das Problem ist ja, der C-Bau ist ja nicht angegriffen. So, Dame A4 Schach. C6, sonst Springer C6 ist ja nicht so wirklich logisch wegen Läufer, Bauer, Dame C6. Da muss der König schon, der König muss ziehen. Springer dazwischen stellt ja den Läufer ein, Dame dazwischen stellt den Turm ein. Deswegen C6, B4, ja, opfert jetzt endgültig den Bauern. Der wird dann geschlagen. Läufer C7, der Springer muss ja jetzt gedeckt werden. B4, Dame D6, droht erstmal das Matt. Das muss gedeckt werden. Springer C4, der hat sehr wohl noch Felder, der Springer. Springer B5 mit der Idee, Bauer schlägt, Dame schlägt. Und dann Anyway und Dame C4 schlägt. Das wird aber nicht genommen, da wird noch getauscht hier. Greift wieder den Springer an, der zieht sich zurück. Ich frage mich, ob E4 wirklich so eine schlechte Idee gewesen wäre hier. E4 droht schon die Fork gegen die beiden Schwachfuten. Ja doch, E4 ist ja gedeckt. Droht die Fork gegen die beiden Springer, aber Turm D1. Ich weiß nicht recht.
Wohlgemerkt, das ist ja eine Turbo-Kit-Version hier der Super Constellation, also da geschwindigkeitstechnisch. Obwohl der ME5 ist ja ein späteres Programm von 1990, der Super Constellation ist ja doch schon recht betagt gewesen hier. So. Der war halt bekannt, der Super Constellation, und beliebt, weil er des Öfteren schon mal Opfer gebracht hat oder Opferangriffe gemacht hat. Deswegen war der wohl so beliebt, der Super Constellation. Für mich waren diese Schachcomputer aber mehr immer interessant fürs Blitzen damals, wo ich die hatte. In den 80ern. Deswegen hat es mir wohl wenig gebracht, wenn der Super Constellation jetzt in Turnierpartien ja die Opfergranate gewesen wäre. Turnierpartien habe ich eigentlich nicht so sehr gegen diese Schachcomputer gespielt von mir. Na, ich habe es schon mal gemacht, aber seltenerweise. Sagen wir es mal so. Hauptsächlich Blitz. Turm A1, Springer G5, Dame B3. Das ist immer gut, gegen solche Schachcomputer zu spielen. Ich finde, das ist heutzutage noch ganz, ganz nett. Ja, man sollte sich aber nicht so viel davon angewöhnen. Das ist, wenn man gegen die spielt, die spielen ja positionell schon recht. Zumindest die schwächeren Schachcomputer. Ja, wie soll ich sagen? Hanebüchen? Und dann kann man damit quasi trainieren, wie spiele ich gegen jemanden, der Crap spielt. Turm B1. Vor allem war das, wenn die aus der Theorie waren, dann haben die schon mal ganz hanebüchene Manöver gespielt, um sowas auszunutzen. Außerdem machen die ja taktisch keine so groben Fehler. Und das Gute daran ist, die sind schlagbar. Wenn man so ein... wen soll man jetzt nehmen? Meinetwegen den Lyon, den 16-Bit, als dagegen blitzt, dann ist er theoretisch noch schlagbar und nicht so göttlich unschlagbar wie die heutigen Programme, wo selbst Schachgroßmeister und IMs gegen verlieren. Läufer F1, will man nach C4 ziehen? Na, will er doch nicht. Also gut, der Bau muss also gedeckt werden. Springer, Läufer G2. Okay, Springer schlägt D4. Vielleicht ist hier auch schon alles gelaufen in dieser Partie. Ich meine, es dauert ja nicht mehr sehr lange. Die Dame greift jetzt an hier. Der hat gehangen, war auch nicht. Ja, der Bau ist ja gefesselt. Springer E2. Turm G1 Schach. Der König muss hoch. Dame G5. Na, und dann gibt sich auch schon die Dame. Wird noch nicht mal zurückgenommen. Und Schach und Matt. Ja, der Super Conny ist halt ein bisschen älter. Vielleicht sollte man den MM4 dagegen spielen lassen, weil der MM4... ist auch nicht von 1990. Das aus der Super Conny-Zeit, da wäre wohl eher der Rebell. Den könnte man wohl eher dagegen spielen lassen, gegen den Super Conny. Ich weiß aber gar nicht, ob ich eine getunte Version von dem Rebell habe. Kann sein, dass ich das gar nicht habe, aber dann stellt man die einfach auf gleiche Geschwindigkeit. Da müsste das auch passen. Ja, vielleicht mache ich das ja demnächst mal. So, ich bedanke mich fürs Ansehen und verabschiede mich bis zum nächsten Video.